Willkommen, liebe Clasher, bei mir im Thorsten Ratoto beim Clan. Ja, ihr habt schon im Thumbnail gelesen, disabled. Also das heißt nicht, dass ich im Moment disabled bin. In meiner Fachsprache würde ich vielleicht eher sagen, ich bin im Moment ein bisschen busy. Das merkt ihr auch, dass nicht jeden Tag Videos kommen. Und ich versuche natürlich noch einiges für euch festzuhalten. Auch so ein bisschen, was in meinen anderen Rathausdörfern passiert, vor allen Dingen mit meinen etwas kleineren Accounts. Bin aber hier beim Clan, der gleichnamig ist, also Disabled, mit dem bin ich, mit dem Donnerbengel, jetzt schon seit einigen CKs dabei, und ihr seht das hier auch in der Clan-Beschreibung bzw. in den Wars 1, 421 gewonnene Kriege, Disabled, solides Dorf, aktiv und loyal, willkommen Clan War. Bewirb dich jetzt, Man of the Week ist Nico. Ja, Nico hatte im letzten Clankrieg wirklich gut gerockt, kann man nicht anders sagen, obwohl er einen 0%er dabei hat. Aber ihr seht das hier, wir haben auch eine nette Serie gehabt, nämlich eine 10er-Serie. Die mussten wir leider aufgeben, aber wir haben auch direkt danach gesagt, bauen wir gleich wieder auf und dann wird das schon. Also ihr seht das hier, auch der Gegner hat natürlich gar nicht mal schlecht agiert, aber wir haben hier einfach so ein bisschen besser uns geschlagen gegeben. Und ja, was wollen wir natürlich sehen? Wir wollen ein bisschen Angriffe sehen hier. Mal ein bisschen mal wieder von kleineren Rathausstufen. Also, ihr seht das hier, Rathaus 8. Und hier geht es auch Rathaus 8 auf Rathaus 8. Der Mohammed greift hier an mit einer Kombi. Ich würde sagen, es ist ein Go-Hock mit einem Golem. Und ein Golem auf Level 2. Mehr geht ja an der Stelle nicht. Aber er hat natürlich richtig viele Hocks dabei. Richtig viele Magier vor allem dabei. Schön gemacht hier. Schön gemacht, den Golem gesetzt, um den Drachen und den Loon jetzt zu drehen. Jetzt muss natürlich der Loon auf jeden Fall fallen. Der Drachen ist nicht ganz so schlimm da im Gift. Er hat auch Doppelgift geworfen. Kann man auch machen, aber ihr seht das, der Golem ist hier jetzt richtig schön am Tanken in der Base oder am Tanken in der Base. Und dann geht das hier mit der Masse der Hocks rein. Also schön gemacht hier. Mag ich ja, wisst ihr, dass auch in den Rathausstufen 7, 8 mit Hockridern angegriffen werden. Ja, 7 seht ihr bestimmt bei mir die Tage mal. Ich werde das mal wieder ein bisschen antesten. Ich habe schon ewig keinen Angriff mehr mit Hocks auf 7 gemacht. Und dazu fehlen meinem 7er Account allerdings auch noch die Hocks auf 2. Also auf 2, denke ich, sollten sie auf jeden Fall sein. Für so eine Base hier sind natürlich 4er Hocks schon so ein bisschen also overpowered. Und hat aber gut gemacht hier. Jetzt muss er sich eben von den Skeletten noch lösen und den 2er King auch kurz mal matchen. Also super gemacht hier vom Mohammed auf die letzte Nummer, also 16 auf 20. Wir mussten so ein bisschen tiefer gehen hier an der Stelle, weil unsere kleineren denn doch ein bisschen zu klein waren für Rathaus Level 8 hier, aber schön gemacht. Und wir gehen hier in der Mappe mal ein bisschen weiter. Also wie gesagt, heute mal nicht so die High-End-Kämpfe, sondern eher so ein bisschen was im, ich sag mal, normalen Bereich 8, 9, 10. Und ist aber auch, also ich sehe diese Angriffe auch sehr, sehr gerne und vor allen Dingen auch immer wieder die verschiedenen Kombis. Ich gehe hier auch jetzt ganz ungezwungen mal wieder rein und wir sehen hier, finde ich cool, finde ich gut, ein Go-Vibe. Richtig schön Classic Clash of Clans und schön gemacht hier, richtig schöne breite Front hier mit den Magiern, die hier jetzt schon mal richtig was zerstören können außen. Und er hat natürlich auch eine richtige Masse an Magier dabei und auch noch Magier in der Clanburg. Ja, also hier werden nicht nur Bowler in der Clanburg genommen, sondern auch so ein bisschen, ja, ich habe es jetzt eben schon mal so ein bisschen benannt, so ein bisschen Classic, nämlich Magier. Und auf 8 Rocken, die hier natürlich auch richtig gut durch haben, auch ja, also für einen Magier, finde ich, haben die richtig viele Healpoints. Und so geht das hier mit der ganzen Meute jetzt noch mal schön durchgeheilt hier durch diese Base durch. Er hat jetzt noch einen Wut. Ich nehme mal an, den wird er jetzt gleich nehmen, nachdem das Rathaus gefallen ist. Der King kriegt jetzt erstmal auf die Mütze. Da kommt der Wut für die Packers vor allen Dingen und für die Magier. Denn die Defense habt ihr gerade so ein bisschen gesehen. Die steht hier natürlich, wenn man hier erstmal in der Mitte ist, brauchen sich die Magier nur so um sich rumdrehen und können ja eine Defense nacheinander machen. Jetzt hat er hier zwar noch ein bisschen was auf, aber beziehungsweise was offen, aber ich denke mal, er kommt nach wie vor hier gut mit dem Packer durch und auch mit dem Magiern hier. Ich gehe mal ein bisschen größer rein für euch, dann sehen wir das mal ein bisschen genauer. Also schönes Ding hier vom Gamernik HD auf die Nummer 16. Also 15, 16 ist dann schon nicht ganz so tief gegriffen. Aber
trotzdem schön gemacht hier. Ja, der Golem hat ein bisschen Glück, dass der Golem und der Päcker vor allen Dingen jetzt tanken vor den Magiern. Das ist sehr, sehr gut. Und er hat überhaupt keinen Flächenschaden mehr, außer hier den Bombenturm. Oh, es hat nur ein Magier da erwischt. Glück gehabt. Da hat er echt Schwein gehabt. Aber ich denke mal, der Päcker, den hätte hier nichts mehr umgehauen. Und der Golem tankte jetzt zwar nicht mehr. Das hat jetzt gerade mal der Päcker übernommen. Aber hat er hier, denke ich mal, schön gemacht. Ein Schuss von zwei Magiern. Und selbst die kleine Bombe bringt diese starken Magier hier nicht um. Also schönes Ding. Hier vom Gamer Nick HD. Ja, jemand hat mir in die Kommentare geschrieben, Toto, kannst du mal 10er Bases vorstellen? Ja, das kann ich. Ich muss nur welche finden. Ich habe nämlich selber mit meinem 10er noch keinen. Ich bin ja ein Basebau-Muffel. Während wir hier die große, böse Susi sehen. Mit auch einem, so ein bisschen Truppenmix. Also ein bisschen Golem, ein bisschen Valkyren und fürs Finish die Hockreiter mit 8 Mauerbrechern, das finde ich auch sportlich, aber ich nehme ja selber auch immer lieber einen mehr mit als einen zu wenig. Also man kann ja sich ausrechnen, beziehungsweise man kann auch in die diversen Wikis gucken, wie viele Mauerbrecher brauche ich für welche Mauer und kann dementsprechend dann nur exakt diese Menge mitnehmen. Aber wenn dir dann mal einer davon stirbt oder du schickst gleich alle 3 Stück auf eine Rathaus 8 Mauer, dann, ich glaube, er hat jetzt nur 2 Stück benutzt, dann hast du natürlich ein Problem. Und so hat er hier jetzt noch ein bisschen ein paar Mauerbrecher über. Die hätte er jetzt setzen können anstelle des Sprungs und hätte vielleicht den Sprung auf der anderen Seite nehmen können. Aber springen tun ja hier ganz andere, nämlich die Hog Rider. Von daher brauche er eigentlich den Sprung oder die Mauerbrecher nur hier, um in die Mitte der Base zu kommen mit seinem Kill Squad. Und die sind ja auch schon richtig kräftig dabei in der Mitte. Die Hog Rider, den stört das natürlich gar nicht, nochmal schön durchgeheilt hier am Ende. Oh, der Heilkreis, der geht nochmal über alle Defenses und über alle Hocks. Der war natürlich wirklich super geworfen. Außen hier die Bomben. Das ist eher suboptimal. Jetzt kommt er hier doch nochmal mit Mauerbrechern rein. Okay, er oder sie. Ich weiß es gar nicht, aber ich glaube, es ist ein er. Und von daher sind das hier schöne 3 Sterne gewesen. An der Stelle, ich konnte dem Krieg hier nicht so wirklich was beitragen. Ich glaube, ich habe einen 95er und ein 90er Angriff hier abgelegt mit dem Donnerbengel. Bin ja aber gut dabei und ist jetzt schon mein dritter Krieg, den ich hier mitspiele. Und gefällt mir ganz gut. Die Truppe hier ist ganz chillig. Also hier gibt es eigentlich nichts zu nölen und zu meckern. Hier ist ein Casual Clan. Also hier wird auch gespielt, wenn Zeit. Und auf diese Base hier habe ich mich erst bemüht. Da habe ich gar nichts gerissen. Und der Arnus hat sich dann dieser Base hier mit einem Hexenangriff erledigt oder entledigt. Ohne Heiler, also wirklich nur Golems davor. Die Hexen dahinter mit ein paar Magier jeweils zur Unterstützung rechts, links. Schön gemacht, finde ich hier. Auch vor allen Dingen der Funnel, dass die Helden hier jetzt mit den Bowlern schön durch die Mitte dieser Base gehen können. Ja, ein bisschen hinderlich war, seine Helden standen hier hinten an der Seite. Und entweder machst du sie mit weg oder du weißt, dass sie irgendwie mit weggehen. Und hier gehen die natürlich in die Masse der Hexen mit dem Magiern weg. Oh, da die Riesenbombe, die tat sicherlich ein bisschen weh. Dennoch kommt er hier jeweils rechts und links. Ich muss jetzt mal ein bisschen größer reingehen. So ist es, glaube ich, ganz gut. Kommt er hier jeweils oben und unten. Wirklich schön. Immer wieder so ein kleines Stück voran und in die Mitte gehen. King, Queen, Golem, noch hier und da ein Bowler. Also schönes Ding hier, schön ausgedacht mit der Base. Und außen ist das natürlich dann wirklich nur noch super, ist kaum noch Defense außen. Das heißt also, er hat jetzt am Ende echt nur noch hier Lager zu klären. 2 Minenwerfer, dann noch hier unten so ein bisschen Punktschaden von den Kanonen und dann ist es das auch mit der Base hier gewesen. Also super Angriff, muss ich mir mal ein bisschen merken. Ich bin immer noch im Rathaus 9 Bereich mit Hexen nicht so gut unterwegs, muss ich sagen. Habe ich auch, wie gesagt, mit 95%, glaube ich, auf die Nummer 11 hier gefehlt. Und sehr, sehr ärgerlich war allerdings dann am Ende ein Time-Fail. Also die Base war down und ich hatte halt keine einzige Truppe mehr für ein Cleanup dabei. Sollte man sich immer auch bewahren, wenn es am Ende eng wird, dass man nochmal ein bisschen Cleanup mitnimmt. Aber auch ich denke da im Moment sowieso nicht dran. Ich habe ganz andere Gedanken zur Zeit. Und erstmal Kaffeeschluck nehmen. So, ja, ihr habt mich jetzt auch letztes Wochenende nicht im Stream gesehen, denn ich war nicht at home, habe ich auch, glaube ich, jemand mal in die Kommentare reingetippt, dass ich einfach nicht da war und wenn ich da war, kann ich auch nicht streamen.
Also seht es mir nach, auch Samstage, wo ich ja eigentlich streame, habe ich auch ab und zu mal eine Festigkeit oder ein Event oder was auch immer. Und dann kann ich mich natürlich nicht hinsetzen. Ich habe erst gedacht, ich mache vielleicht dann Sonntag den Stream, aber da mich der Samstag dann schon so eingenommen hatte, hättet ihr mich am Sonntag nicht ertragen. Ah, wir haben hier den Disabled Java, also nur mal so am Rande. Ihr werdet sicherlich wieder Streams von mir sehen. Im Moment bin ich halt nicht disabled, sondern eher ein bisschen busy, denn diverse EDV-Sachen halten unseren Laden hier mal wieder richtig auf Trab, nämlich Spectre und Meltdown. Und wir patchen im Moment, was das Zeug hält in der Firma. Also vor allen Dingen unsere virtualisierte Hardware ist richtig durchgepatcht worden, nicht nur bei uns, sondern wir hosten auch für andere Kunden, große VMware-Farmen, und auch da mussten wir natürlich ran, und das Ganze ist letztendlich viel Koordination, viel Absprachen, so hier und da muss ja auch mal ein System runtergefahren werden, beziehungsweise durchgebootet werden, und auch unsere Linux-Systeme müssen da dann mal runter, auch wenn der Kunde uns die Systeme nicht freigibt. Ich sage immer, Sicherheit geht vor, und deswegen, ich weiß nicht, ich hoffe, ihr habt, ja, vielleicht habt ihr alle AMD-Prozessoren, ich habe auch ausschließlich Intel-Prozessoren seit Jahren. Früher habe ich auch auf AMD geschwört, aber ab einem gewissen Zeitpunkt bin ich umgeschwungen auf Intel, und auch meine Jungs, ich glaube, einer hat noch einen AMD-Prozessor, der andere allerdings auch schon Intel, und der AMDler war natürlich nicht betroffen, sondern nur die Intel-Prozessoren. Der GPU-Microcode war da betroffen. Oder ist dort betroffen, und wer also ein MacBook hat, da stecken auch immer Intel-Prozessoren drin, der sollte sich mal schlau machen, was es da derzeit Neues auf dem Hackermarkt gibt, und die sind zumindest dafür verantwortlich, dass meine Zunft nicht arbeitslos wird. Ist ja eigentlich auch ganz schön, hat auch einen schönen Effekt, und denn wenn es sie nicht gäbe, dann hätte ich jetzt plötzlich nicht so viel Arbeit und könnte mich natürlich anderen Dingen widmen, nämlich Clash of Clans, auch in den Abendstunden, denn auch vieles findet natürlich in meiner Branche in den Abendstunden statt. Und deswegen ist es immer schwer zu sagen, was man zuerst macht, wie man was macht, wann kriege ich Systeme. Aber wir sehen hier den Disabled Java nochmal. Ist nicht schlimm, denn wir haben jetzt eben einen Hockreiler-Angriff gesehen im RH. Ich glaube, es war schon RH9 oder war es noch RH10, aber hier haben wir einen RH10-Angriff. Also 1 auf die Nummer 3. Und ganz schönes Ding hier, mal wieder mit Hexen, auch im 10er Bereich bin ich da nicht so wirklich gut mit. Und aber hier mit 40er Helden geht das hier richtig knackig durch die Base durch. Und hier standen natürlich jetzt auch schon die Infernos auf Single, das ist natürlich optimal. Bei vielen Bases sehe ich sie immer noch auf Multi. Kann man halten, wie man will. Ich weiß nicht, wie ihr eure Bases derzeit einstellt. Mal Multi, mal Single. Was ist besser? Da scheiden sich im Moment ein bisschen die Geister. Aber ihr seht das hier. 10 auf 10. Das hat ja 10 auf 10 drei Sterne. Ist immer schwer gewesen. Und mittlerweile mit dieser Kombi hier, wenn sie so gut läuft wie hier beim Java, dann werden auch hier an der Stelle 3 Sterne geholt. Und das ist natürlich super. Das ist sicherlich auch von Supercell so gewollt, dass im 10er und 11er Bereich mehr 3 Sterne fallen, denn gerade 10 auf 10, da war es doch ein bisschen selten. Und ich frage mich eigentlich gerade, wie schaffen es diese Truppe eigentlich noch, den Rest dieser Base zu erledigen? Alter Falter, da ist natürlich noch richtig was da, aber die Hexen hier, 4 Hexen, mal richtig Power hier, machen mal richtig Alarm. Und das Schöne ist, dass sie gerade noch so Glück haben, die überleben alle 4 in der Riesenbombe. Und die Skelette sind natürlich meterweit voraus. Das ist echt cool, dass die im Hintergrund was machen. Und die Skelette einfach, die laufen ja einfach weiter. Und die Hexen natürlich überhaupt keinen Schaden bekommen. Ich meine, an der Seite sowieso nicht mehr. Aber jetzt geht es ja wieder ein bisschen los mit dem Schaden hier oben. Und dementsprechend sind die immer noch weit vor. Ihr seht das hier, jetzt hauen sich hier schon die Bauhütte. Vorbildliche Skelette hier, jawohl. Ich glaube, im Volksmund werden sie ja auch Larry genannt. Also richtig viele Larrys hier noch in der Base. Und jetzt hat er auch nur noch Punktschaden. Also komplett nur noch Punktschaden mit dem Tesla, der Kanone und dem Bogenschützenturm hier. Und da hat er schön gemacht hier. Also schön mit der Kombination Hexen-Bowler hier reingekommen. Und Golems davor. Aber ihr seht das hier auch. Ist ein Max RH10er. Und sind ja auch ganz stabile Angreifer, finde ich. Also
auch wenn hier mal nicht so gut angegriffen wird, zählt auch hier das Angreifen, das sich einbringen. Ich konnte mich ja nicht wirklich einbringen hier, aber bin hier auch auf meine Spenden gekommen. Also ist alles nicht so tragisch und zum guten Ende sehen wir hier ein 10 auf 11. Also wir hatten jetzt keinen Zehner dabei und denn ihr habt vorher gesehen den Java, der war auch Rathaus Level 10, aber der Gegner hatte einen Elfer dabei und ist allerdings auch ein Rathaus 11 ohne Adlerartillerie und mit ja noch nicht Elfer Def. So hier und da ist da schon eine Elfer Def. Nee, ich glaube hier ist noch keine Elfer Def. Bis auf die Infernos. Die sind auf Rathaus Stufe 11. Aber ich glaube, der Rest ist noch komplett 10 hier. Ah ne, da oben sehe ich den Tesla, ist auch auf 11. Also so ein bisschen ist hier schon auf Rathaus Level 11. Und deswegen musste natürlich ein 10er bei uns hier ran. Und der Jan ist aber auch mit seinen Truppen und seinen Helden hier ein sehr, sehr stabiler Angreifer. Mit vielen, weit über 1000 CK-Sternen. Und dann wissen die Jungs und Mädels hier schon, wie man auch eine Elfer ohne Adler knackt, auch wenn der Inferno jetzt wahrscheinlich überbleibt. Aber Rathaus ist weg und jetzt werden noch Prozente hier geknüppelt. Das ist auch super. Auch das spielt immer mal wieder eine Rolle, wenn man mal ein bisschen hochrechnet innerhalb des CKs. Was müssen wir noch machen? Wo müssen wir noch ran? Wo müssen wir vielleicht noch ein paar Prozente rauskitzeln? Also auch das ist immer, man sagt dann nicht mehr, oh, auf der Base sind ja schon 2 Sterne, aber vielleicht nur 53%. Da geht natürlich dann noch ein bisschen was und das geht auch hier beim Jan. Aber irgendwann werden es natürlich immer weniger Truppen, vor allen Dingen hier unten an den Bombentürmen werden es immer weniger Hexen. Hier ist jetzt noch eine Hexe am Leben. Die ist jetzt auch im Fokus der Bombe hier gewesen und die Hexe wird es auch nicht mehr schaffen. Okay, nicht mehr an dem Multi vorbei zu kommen hier, aber 78%, denke ich mal, ist hier eine solide Nummer von Nummer 4 auf Nummer 1 und wir kämpfen hier ganz, ganz fröhlich weiter, also haben im Moment wieder eine 1er Serie, also es geht wieder voran und ich hoffe, es hat euch gefallen hier mit mir hier dem Rathaus 9er, geht es also auch weiter. Irgendjemand hat ja gefragt, stellst du die Clans vor? Ja, ich stelle sie vor, aber das werden vermutlich nicht meine Stammclans, aber ich werde hier mehr als 1-2 CKs mit denen hier mitspielen. Mit Avatar werde ich jetzt auch 1-2 CKs woanders mitspielen, dann zieht er weiter. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Freude an dem Lebenszeichen, was ich euch auch mal wieder gegeben habe, gehabt und die beiden, ihr wisst schon, die beiden am Ende. Ihr könnt mir ruhig den Daumen nach unten da lassen, also die beiden Tagesdislikes. Der Rest, hoffe ich, gibt mir einen Daumen nach oben. Bis dahin, euer Toto. Flasht.